Willkommen zurück zu Kingdom Hearts Birth by Sleep. Ja, Freunde, wir sind hier in Arenas Limbs und werden jetzt tatsächlich für Hardes kämpfen. Er sagt, wenn wir hier in Hitze des Gefechts kämpfen, dann können wir die Dunkelheit besser kontrollieren. Naja, er will wahrscheinlich auch wieder nur die Dunkelheit für seine Zwecke in Terra erwecken. Aber uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen, tja, uns als Kämpfer registrieren, weil sonst geht's eh nicht weiter. Das ist klar. Bist du bereit? Na klar. When are you gonna tell me how to conquer the darkness? Hold your chariot horses. You would not believe the bureaucracy involved with these things. Name? Terra. Kind of earthy, but all right. Now, height and weight. What's this? Favorite god? Come on, Hades. There, ba-boom. Easy peasy. I sense that you're already starting to get all warm and fuzzy with that darkness inside you. It's sweet, really. And hey, by the time you win the final match here, you'll have figured out how to conquer it for good. And don't worry, anything goes wrong, I'll make it all go away. Service with a smile. I got it. Was ist für ein komischer Vertrag, das weiß ich nicht. Ey, das ist jetzt echt so richtig oldschool, wie in Kingdom Hearts 1. Arena-Kämpfe. Ja, cool. Na, dann mal los. Das hat doch was. Oh, aber auf Zeit. Das ist mehr wie in Kingdom Hearts 2. Das sind diese Arena-Challenges. Wo auch Zeit hattest oder gewisse Kombos machen musstest. Das war auch interessant. Feuersturmlauf. Bam. Kriegen wir auch gar nicht rechtzeitig hin, den zu besiegen, oder? 7 Sekunden nur noch. Ah, doch. Gerade so gereicht. Gewonnen! 3 Sekunden für 3 Schatztruhen. Das hört sich irgendwie einfach an. Und tschüss, Mann. Blitzsturz, so geil. Und alle sind gelähmt, ne? Das ist so eine geile Scheiße. Und wir haben noch hier unsere Trumpfkarte. Zahn der Zugen. Das soll so ein Finisher sein. Oh, wir haben die Giftlinge bekommen. Ja, hallo, komm raus. Sonst läuft die Zeit ab, du Arsch. Dreckige Missgeburt, ey. Nur am Rumstallen. Ich werde für den jetzt aber nicht hier diese Fähigkeit benutzen. Wer bin ich denn? Oh, wieso schon wieder Magie gestiegen? Ich bin nicht mit Magie. Oh, nur er. 20 Sekunden nur dafür. Kann man den betäuben? Probier's mal. Probier's mal mit betäuben. Ja, das war der Schlüssel zum Sieg. Und tschüss, Mann. Verrecke ihn nicht, du dreckiges Stück Scheiße. Oh. Da nehme ich den Blitzsturz. Alle auf einmal tot? Ne, leider nicht. Ihr komischen Schuhe. Er will euch schon anziehen. Keiner, deswegen läuft ihr hier rum. Keiner will. Keiner mag euch. Fühlt man sich, ein abgestoßener Schuh zu sein. Und tschüss, Mann. Haha, die können mir gar nichts anhaben. Das sind richtige Flachpfeifen. Die sind halt nur nervig, weil teilweise schon schwer zu catchen sind. Manchmal in Luft abheben, aber sie sind nicht so nervig wie diese Raben. Zum Glück kommen die hier bislang noch nicht vor. Ach komm. Bam. Ah, macht doch nicht so viel. Der Mensch aber war ja auch erst Stufe 1. Der wird schon ganz gut sein. Oh nö. Was? 40 nur? 40 nur dafür Zeit? Ach du Scheiße. Ich glaube, das schaffe ich nie in der Zeit. Jetzt mal Real Talk. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe in der Zeit. Hä? Das ist ein bisschen zu schwer, liebe Freunde. Was habt ihr hier geraucht? Was haben die Entwickler hier genommen? Jetzt muss ich es machen. Naja, fast down, ne? Fast down. Aber schon geil. Nur wir werden es nicht schaffen in der Zeit. Doch. Boah, wie viel Damage hat das gemacht? Zahne zu und schon wieder fast aufgeladen. Wie overpowered ist das? Soll mal recht sein. Boom. Ja, mega geil. Das war doch mal super nice. Wo ist denn hier noch was? Ach da. Du bist das, dieser Minenarbeiter. Den haben wir in der Terra-Story noch gar nicht getroffen. Er fand sich ja nur in der Zwergenmine. Runde 9. Bestimmt gibt es 10 Runden. Und bei 10. Runde ist halt der Boss. Donnungsklinge. Oh nein, das sind doch meine Hassgegner hier. Come on, please, nicht diese Gegner.
Ach du Scheiße. Die halten aber ganz schön viel aus. Das wird Zeit hierfür. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Hat zu viel rumgetrödelt. Oder? Komm mit dieser Kombo. Nein, was machst du, Terra? In letzter Sekunde, lol. Alter. Man muss sich auch noch verwandeln, ne? Und alles. Lol. Das war doch der Boss von. Das war der Boss von Adventure Story, aber habt ihr gesehen, wie viel Damage die gemacht haben? Hier haben wir diesmal nicht zu lachen. Jetzt auch nicht diesen Zahnezug dafür machen, das ist nur gut gegen einen einzelnen Gegner, glaube ich. Unter Level 3. Können wir jetzt fusionieren, da hätten wir den besten Heilzauber. Aber ich kann das natürlich jetzt nicht machen. Schallgrätsche halten. Mit einer Schallgrätsche während eines anderen Grätsch-Manövers Grätsche aneinander rein. Drückst du während einer Grätsche Quadrat, führst du die Schallgrätsche aus. Aha. Was ist denn das Schönes? Wollen wir mal gucken. Verbessert Form. Ne, es ist wahrscheinlich nur so eine Erweiterung. Ja. Sehr schön. So, was hatten wir jetzt hier noch? Genau. Den verbesserten Heilzauber. Nehmen wir rein. Durchaus nehmen wir den rein. Alles klar. Dann wollen wir mal. Noch ein Luna-Kristall. Warum nicht? Vigra, Metallkunde. So will ich das sehen. Ja. Gut, Deckvergewaltigung. Hier kommt der Heilzauber hin, ganz unten. Und dann könnten wir auch wieder irgendwas anderes reinnehmen. Natürlich kein Zauber. Ich hasse es zu zaubern mit Terra. Zauber, ich sacken echt Balls. Wir haben schon einen Feuersturm im Lauf, deswegen möchte ich jetzt nicht den Feuerschlag reinnehmen. Das ist verständlich. Ich denke schon, Schwertwurf wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, ich nehme den mal rein. Alles klar. Sehr gut, dann wollen wir mal speichern. Sind wir auch wieder vollständig regeneriert. Und dann geht's weiter. Ist der Hades jetzt befriedigt? Bestimmt noch nicht. Der hat bestimmt noch eine Aufgabe für uns. Vielleicht müssen wir jetzt auch gegen Herkules antreten. Der würde dann den perfekten Boss eigentlich abgeben. Alles klar, oder gegen diesen Zack. Den gibt's ja auch noch. Ja, Finale. Natürlich bin ich bereit. Okay, this is not what I had in mind. But hey, I can improvise. Time for Plan Beta. Pardon me, coming through. I'm gonna miss my match. Also, wir müssen echt gegen diesen Zack antreten. Hello, Plan Beta. Hey, kid! Huh? Over here. Come here. Once I've conquered the darkness in my heart, I'll never have to fear it again. Nicht, dass den jetzt irgendwie verstärkt hat, der Hades. Gewinne gegen den mysteriösen Soldaten. Nichts leichter als das. Du kriegst direkt meinen stärksten Move. Boom! Oh mein Gott, was hält der aus? Hat gar nichts gebracht gegen den. Na dann, fang! Oh, hast wohl nicht gut gefangen, was? Und betäuben ein bisschen. Oh yeah, jetzt sind wir schon wieder in dieser geilen Form. Hier, was ist das? Oh mein Gott, sie hat jetzt gar keine Chance mehr gegen uns. Ach, das ist das, dieser Felsspalter. Oh mein Gott, der ist in der Luft. Der wird total vergewaltigt. Ich kann gar nichts machen. Du Loser, geh nach Hause. Was ist das denn? Der Felsspalter ist hier mal so richtig broken. Der konnte ja gar nichts mehr machen. Der konnte sich nicht mal ansatzweise wehren. Alter, was ist das? Der ist schon fast tot. Ja, betäuben. Blitzsturz und ein Streichen, oder? Hat nicht gereicht. Aber das, komm schon. Hat auch nicht gereicht. Hier, fang. Alter.
Alter. Richtige Racket. Boah, der hat gar keine Schnitte gehabt. Geh zurück in den Kindergarten, du Loser. Aha. See, right here, this, it's the power of darkness. Could have been yours, still could, if you open up to it. Hades! You were just playing me. The darkness will never have me. Help me. You've gotta set my heart free. Ach du Scheiße, Phase 2. Jetzt wird er wahrscheinlich wirklich ernstzunehmend. Die Musik ist auch schon richtig intens. Oh Gott, oh mein Gott. Oh, natürlich, natürlich. Mach einen auf Sephiroth, ne? Warum auch nicht? Ey, wollt ihr mich verarschen? Das können wir unmöglich schaffen. Was? Boah, ich will nicht gegen den kämpfen. Ich hab keine Chance. Oh nein! Oh nein! Alter! Jetzt ist die Chance gekommen! Come on! Und frisst den! Nein, der unterbricht uns! Empfangen das! Nein! Es reicht nicht mal! Keine Chance! Keine Chance! Jetzt habe ich keine Heilung mehr, jetzt muss ich die ganze Zeit ausweichen! Klar, Meteoriten, 1000 schnelle Hiebe hintereinander. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Da war keine Chance gegen. Ich muss so lange jetzt warten, bis das Vita wieder geil ist. Oder ich mach das hier. Ja, klasse. Komm schon, heil dich. Yes. Wir haben wieder eine Chance. Wir sind wieder im Spiel. Auch wenn wir kein ernstzunehmender Gegner für den sind. Boah, Alter. Das ist echt Sephiroth-like. Er ist zwar nicht im Spiel, aber irgendwie so jetzt doch im Spiel, oder was? Mit. Ja klar, die werden ja immer größer. Aber sonst geht's ja gut, ne? Die Entwickler haben was geraucht. Beziehungsweise Hades hat was geraucht, wenn er den hier so fertig macht. Alter, was ist das? Ist so viel des Guten. Zu viel für meinen Geschmack. Hier, Feuersturm noch. Boom, boom, boom. Jetzt oder nie. Sonnenzug! Oh, fuck it. Hat er uns wieder unterbrochen. Komm schon. Ich habe auch die Dunkelheit. Aha, im richtigen Moment aber gemacht. Dann trifft er uns nicht so oft hintereinander. Schwertwurf. Hier, fang. Feuersturm. Und yes. Wenn man hier underlevelt ist, kann man baden gehen. Dann war es das. Der war schwerer als dieser Zickbar. Easy clap. Juhu! Forget it. It looks like I bet on the wrong dark horse. That kid doesn't have what it takes to handle darkness. Tja, ohne Dunkelheit gewonnen. You gonna make it? Yeah. Yeah. I'm finally free. Where is... He's gone. Man, how could I let a guy like him control me? I'll never live it down. Thanks. Terra. Thanks, Terra. I'm Zack. Yep. Definitely. Terra, you're exactly what I pictured a hero would be.
not the way you look. There's something else about you. Well, I'm no hero. Trust me. Are you kidding? Listen to those cheers, man. You don't get to decide if you're a hero or not. They do. And they've already made up their mind. Whether you like it or not, you're their hero. And mine, too. It's too bad. I really wanted to fight you fair and square. Maybe someday, Zack. Hat er doch, beim ersten Mal, und dann hat er sich verkackt, ja. Heldenemblem, schönes Schwert mit der hohen Angriffswert, hohen Schaden bei kritischen Treffer, das perfekte Schwert für Terra. Ist einfach so. Hands down! Arena aus Olymps mit Terra war richtig amazing. Erstmal dieser ultra-hype, schwere Bosskampf gegen die Sekte von Dunkelheit kontrolliert wurde. Ihr habt mir übrigens geschrieben, dass es Final Fantasy Charakter ist. Wusste ich nicht, danke dafür. Und ja, dass man auch erst wieder so Gegnerparaden hatte, richtig oldschool, richtig, richtig super. Das war wirklich klasse. Das war wirklich wieder klasse. Dann würde ich sagen, geht's im nächsten Part weiter mit dem tiefen Weltraum. Bevor wir wieder nach Disney Town gehen, möchte ich wieder alles andere lösen. Auch die 100% machen wir wahrscheinlich wieder vorher. Ich werde jetzt hier nochmal hingehen. Hey, was kann man hier denn Schönes noch machen? Das können wir noch machen. Die ganze Stadt spricht über Terra den Helden. Trainierst du mit mir? Klar. Nein, ich will nur einmal mit dir trainieren. Ist das jetzt das gleiche Minispiel? Ja, ich glaube schon. Ja, egal. Machen wir trotzdem mal mit Terra. Vielleicht kriegen wir da was für. Vielleicht kriegen wir da was für. Mehr Punkte als Herkules. Ja, wird gemacht, Chef. Ich glaube, mit ihm ist es noch leichter. Terra noch mehr puttern kann als Ventus. Kann auch einen Blitzsturz machen, oder? Können wir direkt alles vernichten. Ja, wie sieht's aus? Herkules gewinnt, natürlich. Zwar so viel zerstört, aber er gewinnt. Lol, what the fuck, ey. Das verstehe ich nicht ganz, aber... Ja. Ne, jetzt sind wir wieder in Führung. Hä? Voll merkwürdig und so. Jetzt gewinnt er wieder. Es liegt nur an diesen großen Krügen, Freunde. Nur daran liegt es. Ach, guck mir, der Feuersturmlauf ganz gar nicht kaputt, Mann. Wie scheiße ist das denn? Jetzt haben wir den großen Krug zerstört und gehen richtig heftig in Führung. Ja klar, ich hau die ganze Zeit drauf und er macht den Finisher. Natürlich. Ach, hör doch mal auf, immer zu finishen. Der kriegt hier die ganzen Punkte, weil er alles finisht. Das ist ja lächerlich unfair. Komm schon. Er finisht wieder, ne? Natürlich finisht er wieder. Wie lächerlich. Kann ich bitte den hier zerstören, den großen? Please. Ja, es wird nichts mehr. Muss ich normal probieren. Hoffentlich stiehlt er mir dann nicht die ganzen Punkte vor Nase weg. Wie eben. Das war ja lächerlich. Das war echt lächerlich. Holy shit, Mann. Was ein Bullshit. Meine Fresse, ist das ein verdammter Dreck. Boah, ist das scheiße. Was ist das denn für ein abgefuckter Betrug? Wollt ihr mich verarschen? Herkules, du elendige Bastard. Keine Ehre, ey. Der Typ hat echt keine Ehre gehabt. Oh, ich mach die große Kugel kaputt, obwohl du ihn geschwächt hast. Ehrenloser Hurensohn, ey. Was ist das denn für ein Scheiß gewesen, ey? Boah, wie mich das abfuckt. Ja, klar, disqualifiziert gehörst du, du Missgeburt. Ernsthaft, was soll die Scheiße? Mit unfairen Mitteln, betäubt ein, weil er sonst keine Chance hat. Er weiß ganz genau. Sag mal, will er mich verarschen, ne? Der mogelt hier schon wieder. Das hat er nicht gemacht gegen Ventus. Das hat er nicht gemacht. Hat er jetzt wieder die Punkte gekriegt? Sieht ganz danach aus. Und ich glaube, das wird nichts. Lass nicht hin. Ja, guck mal, was der macht. Das ist doch Verarsche. Das ist doch wirklich Verarsche. Der wimmelt da rum, macht direkt alles kaputt. Ja,
neuer Rekord steht. Aber was bringt mir das, wenn der auch schon wieder so viel hat? Der guckt sich an! Nimmt einfach so ein, so fast zerstört alles damit. Das ist doch bescheuert. Das ist unfair und einfach nur blöd. Das ist echt nicht toll. Es wird wieder nix. Toll, gleich. Wieso verloren? Ich hab nicht verloren. Wollt ihr nicht ficken? Das ist nicht verloren. Das war ein Unentschieden. Verloren ist was ganz anderes. Das ist doch... Das ist der größte Bullshit aller Zeiten. Okay, ich werde mich jetzt nur um diese Fässer kümmern. Er darf die scheinbar nicht bekommen. Dann wirbelt er da wieder rum wie so ein Spasti. Wo ist wieder ein Fass? Der darf das nicht kriegen. Dann zerstöre ich ihn lieber die große... Lass ich ihn lieber die große Vase zerstören. Ganz ehrlich. Hier, Fass. Bumm. Toll. Hat aber nichts zerstört. Das bringt auch, oder? Hat es was gebracht? Ich weiß es nicht. Das ist doch zum Kotzen. Das ist doch wirklich zum Kotzen. Ja, jetzt habe ich hier so einen Scheiß aktiviert. Guck mal, wie viel Lag es hat. Krieg ich überhaupt keinen Punkt zusammen. Was ist denn mit dem Ficken, ey? Was ist das denn für ein Scheiß, Mann? Das ist doch Verarsche. Das ist doch die größte Verarsche aller Zeiten. Nee. Ich fass es nicht. Das... Was? Da ist es... Da muss es doch was zu geben. So schwer wie das ist. Das muss doch... Ja, ist klar. Warum kann Terra das nicht? Hä? Warum kann er das nicht? Könnt ihr mir das mal erklären? Warum kann er das nicht? Der macht 100 Milliarden Punkte auf einmal. Terra kann sowas nicht. Kann nichts mit dem Fässer machen. Kann ich den nicht betäuben? Nö. Nur er kann das. Das ist so unfair. Unfair und lächerlich. Das ist echt... Das ist das Letzte. Ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde. Ich werde es auch abbrechen, wenn ich das auf Stream mache. Das ist doch bescheuert. Warum war das so einfach mit Ventus? Weil das da zur Story gehörte, ne? Das war das Problem. Hier nicht. Ja, wirbel wieder rum. Du bist echt bescheuert, Herkules. Das ist so unfair, dass der das kann. Ja, wirbel rum, mach alles kaputt. Klar, schon hat er wieder Milliarden, 100 Quadrillionen, super Punkte, ey. 1 Milliarde Punkte hat er schon auf einmal wieder. Ja, mit dem Fass, wenn man die großen Fass im wenigsten instant zerstören. Was bringt das, wenn er jetzt wieder Milliarden kleine Vasen zerstört? Nichts. Aber jetzt sieht's gut aus. Yes! Boah, wir hatten mal 141 Punkte. Das war viel besser. Schallschock erhalten. Es hat tatsächlich was gebracht. Danke dafür. Das war wieder richtig frustrierend. Das war frustrierender als der Bosskampf. Der war einfach nur schwer. Aber schwer ist ja nicht schlecht. Schallschatten. Hä? Schallschock? Was ist denn das? Was ist denn das? Ach so? Drücke rechtzeitig Dreieck, um wiederholt einige Stimmungen auszuführen. Hört sich gut an. Wird reingenommen. Wird definitiv reingenommen. Ja, Freunde, sorry für die Aussage, aber das war echt frustrierend. Ihr habt es ja gesehen. Ja, Freunde, jetzt im nächsten Part zu. Ihr wisst schon was. Zum Weltraum wieder. Frostwurf, Feuerstoß, Blitzsturz. Jetzt kann man so gekauft. Holy shit. Aber ich lasse es erstmal. Ich lasse das erstmal. Alles klar, Freunde. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.